Für mich schon sehr emotional, dass ich jetzt hier mit all meinen Schauspielern feiern kann, mit allen Menschen, die zusammen mit mir den Film gemacht haben, mit dem großen Team. Also ich habe gemerkt, dass mir so die normale Vorbereitung, sage ich mal, nicht viel geholfen hat, so das Recherchieren, das historische Recherchieren, sondern eher so ganz körperliche Sachen, dass ich aufgehört habe zu rauchen zum Beispiel, dass ich irgendwie ganz versucht habe, mir für mich selber Zeit zu nehmen, um einfach so diese innere Ruhe irgendwie, die sie auch hat, beziehungsweise so diese, naja, diese Offenheit im Beobachten zum Beispiel, das habe ich versucht mitzunehmen und körperlich einfach viel zu arbeiten so. Genau. Und dann in dem Moment zu sein. Super Performance, jetzt will ich nur sagen. Danke dir. Dankeschön. Und der Voice hat eine andere Sprache. Der hat nämlich, weil der wurde ja so viel missverstanden. Also hatte er einen großen Verkündungsgeist so, und hat so wie ein Verkünder immer im Fernsehen geredet. Das, er hat sie ja ausgesprochen, aber trotzdem immer noch seinen Dialekt gesprochen. Obwohl er die Satzendungen noch ausgesprochen hat, weil ihm wirklich sehr wichtig war, dass die Leute ihn verstehen. Das ist also anders als diese Figur. Und dem habe ich mich so genähert und habe angefangen, über die Sprache versucht herauszufinden, was ist das dann innerlich. So. Das scheint dein Ding zu sein. Also es passt sehr gut, muss ich sagen. Es macht auch Spaß. Also, top Film. Danke dir. Dankeschön. Ciao. Und was denken Sie, wie sind die Oscar-Chancen von dem Film? Das, wenn ich das wüsste, das ist nicht vorauszusagen, sowas. Also überhaupt nicht. Die Academy-Statuten haben sich geändert auch. Also das sind viel mehr Mitglieder. Es ist ganz schwer, da eine Voraussage zu treffen. Will ich auch gar nicht. Aber aus dem Bauch heraus, und werden Sie dabei dann? Ja, sicher. Aber ich freue mich erstmal, dass German Films uns nominiert hat und dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, auf den Weg zu gehen. Und jetzt gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Ich hoffe, so weit wie möglich. Ja. Thomas, also ganz kurz. Glückwunsch zu dem Film. Danke. Toll gespielt von allen, wirklich. Ich habe mal gehört, du bereitest dich auf deine Rollen unter anderem dadurch vor, dass du Filme anguckst. Mhm. Welchen Film oder welche Filme hast du gesehen? Perfekt. Für den Film war so Filmarbeit oder andere Filme irgendwie uninteressant, weil ich habe herausgefunden, es gibt nicht so viele gute Filme oder eigentlich fast gar keine über Kunst, die mir wirklich gefallen. Das stimmt. Ja, ich habe da viele gesehen und aus keinem konnte ich was herausziehen. Jetzt kommt endlich mal einer. Was bedeutet für dich Kunst? Ganz spontan. Kunst ist das, was man... Kunst schafft es irgendwie das, was man fühlt, aber nicht aussprechen kann. Für einen sichtbar zu machen. Ja, also, oder Kunst bedeutet für mich, mich verstanden zu fühlen. Wenn ich etwas sehe oder lese oder höre, was mich anspricht, dann ist es etwas meistens, wovon ich denke, dass der Macher mich total verstanden hat. Der kennt mich, bilde ich mir ein. Aber dabei geht es ganz vielen Leuten genauso. Wie viele in seiner Generation verabschiedet er sich vom biografischen Ansatz in der Kunst und schafft so zum ersten Mal in der Kunstgeschichte ein Werk ohne Autor. Danke vielmals, Oliver Masucci. Saskia Rosendahl. Paula Bär. Sebastian Koch. Tom Schilling. Ihr Schauspieler, ihr seid die größten Künstler und es ist eine meiner größten Freuden im Leben, eurer Kunst zuzuschauen. Danke, danke, danke.